Die nächste Frage stellt der Kollege Martin Sichert, AfD. Herr Minister, der türkische Staatspräsident Erdogan ist ein islamistischer Autokrat, der tausende Oppositionelle ins Gefängnis gebracht hat. Er träumt von einem osmanischen Großreich und setzt es auch mit Angriffskriegen wie dem völkerrechtswidrigen Angriff auf Afrin um. Zwei Drittel der türkischstämmigen Wähler in Deutschland haben jetzt Erdogan gewählt. Wenn man die hierzulande lebenden Kurden rausrechnet, dann kann man sagen, fast jeder Türke in Deutschland hat Erdogan gewählt. Das zeigt, die Integration ist gescheitert, auch weil die Bundesregierung Organisationen wie DITIB, was direkt von Erdogan gesteuert wird, mitfinanziert. Sie haben als Hamburger Bürgermeister letztes Jahr selbst beim G20-Gipfel gesehen, was passiert, wenn man Extremisten hofiert und finanziert. Der Wissenschaftliche Dienst hat jetzt in einer aktuellen Ausarbeitung festgestellt, dass auch künftig Linksextremisten beispielsweise durch das Familienministerium gefördert werden. Meine Frage an Sie als Finanzminister, wie lange wollen Sie noch Extremisten und vom Ausland gesteuerte Organisationen finanzieren, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland bekämpfen und untergraben? In dem Anlauf zu Ihrer Frage sind eine ganze Reihe von angeblichen Tatsachenbehauptungen enthalten, die ich fachlich für völlig falsch halte und auch und wo ich glaube, dass das alles auch große Übertreibungen sind, welche Träume der türkische Präsident, künftige Präsident und hat, der Präsident hat, das kann ich nicht gut beurteilen. Aber ich will ausdrücklich sagen, dass es jedenfalls darauf ankommt, dass wir wissen, was wir für richtig halten. Und dazu gehört ganz sicherlich, dass wir erwarten, dass diejenigen, die in unserem Land leben, sich zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen und dass sie als Staatsbürger dieses Landes zum Beispiel an Wahlen teilnehmen in Deutschland und sich beteiligen. Das funktioniert ganz gut. Ich finde, dass die Frage, wie jemand anderswo abstimmt, keine Frage ist, die uns ausreichend Auskunft darüber gibt, wie jemand sich hierzulande einstellt und welche Parteien er wählt. Da gibt es vielleicht auch Sie überraschende Kombinationen. Und insofern will ich ausdrücklich sagen, dass das nicht die Betrachtungsweise ist, die wir anlegen sollten, sondern wir sollten immer jeden daran messen, was er hierzulande tut und sagt und wie er sich zu unserer Verfassung verhält. Und ich glaube, das ist etwas, das ist eine Sache, über die wir eher gut berichten können und das sollte auch nicht verfehlt werden. Die nächste Frage stellt die Kollegin Daniela Kluckert, FDP.